I've been waiting a long time for this moment. Soon, Donkey Kong and his pretty little island will be no more. I want you to do everything in your power to keep Donkey Kong distracted. Steal that hoard of golden bananas he treasures so much, and take care of his pathetic friends. This time there can be no mistakes. Oh, your excellency, we've already taken care of business. Ja, hallo und damit sind wir wieder bei Donkey Kong 64 zurück. Bei der zweiten Staffel, da wir bei der ersten total kaputt gemacht wurden. Und Donkey Kong, komm schnell! Ja. King K. Rool hat es geschafft, mich, also uns als Donkey Kong platt zu machen. Und wir müssen jetzt deswegen alles wieder von vorne machen. Alle Bananen, alle Münzen, alle Waffen, die wir bis dahin gesammelt waren, hat er wieder an sich gerissen, durch die ganze Welt verteilt. Und wir dürfen es jetzt wieder von vorne beginnen. Ja, ich freue mich. King K. Rool, du bist so ein Arsch. Ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder bei Donkey Kong 64 zu sein. Das Spiel ist einfach geil. Ein wertvoller Bananenvorrat ist mitsamt den anderen Kongs verschwunden. Ich kann sie nirgends finden, K. Wir sind übrigens Cranky, die schlechten Nachrichten. Hui. Dann wollen wir ihm auch mal die schlechten Nachrichten überbringen. Nee, wenn er da nicht ist, ist er da nicht. Ja, ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Skill hier. Ich hab nämlich gar keinen mehr. Ich habe auch keinerlei Erinnerungen mehr. Aber wir hoffen einfach mal, dass wir das hinkriegen. Also ein bisschen im Kopf habe ich vielleicht noch. Aber, naja. Ja, wenn das nicht mein nichts nützlicher Sohn ist, ey, du hast mich mal voll enttäuscht, ne? Du hast schon wieder deine goldenen Bananen verloren, weil King K. Rool einfach besser war als du. Und wo waren deine lausen Kumpels, hä? Ey, du weißt es nicht, stimmt's? Ja, die waren saufen und so. Das riecht doch nach den Mannschaften der fiesen Echsenbande. Dein Glück, dass dir meine selbstgemachten Tränke das notwendige Geschick verleihen, ne? Dass du für dein lächerliches 3D-Abenteuer brauchst, wa? Aber erst musst du durch die Trainingsfässer. Hau ab und komm bloß nicht zurück, bevor du fertig bist, sonst gibt's Klatscheier. Okay, okay, Papi. Ja, ich werde jetzt auch nur den ersten Part heute aufnehmen, weil so viel Zeit habe ich ja nicht heute. Was meint Cranky mit Training? Donkey ist verwirrt. Ich hatte vorhin schon mal einen Part aufgenommen, aber die Grafik-Bugs, die ich hier hatte, die waren... Oi. Also die waren richtig krank. Aber ich hoffe, die sind jetzt... Ich habe jetzt alles nochmal neu eingestellt. Ja, und habe... jetzt nehme ich gerade das zum zweiten Mal auf. Ich hoffe, die Grafikbugs sind jetzt weg. Ich kann natürlich für nichts garantieren. Warum ich schwarze Balken habe, ich habe keine Ahnung. Drücke A, um zwischen den Lianen zu hangen und um die anderen Liane zu drehen. Drücke Z. Ach, das kennen wir alle schon. Ja, dann werde ich versuchen, das im nächsten Part die schwarzen Ränder auch irgendwie abzustellen. Leichte schwarze Ränder sind dabei. Die Auflösung, die ich sonst immer nehme, die gibt, die will er nicht haben. Die gibt er mir nicht. Dieser scheiß Emulator. Dieses scheiß Ding hier. So, jetzt machen wir ein paar Fässerchen platt. Ja. Drücke B, um etwas zu heben und B, um es wegzuschleudern. Wenn du 5 Fässer weggeschleudert hast, kommt das Zeichen, dass du es geschafft hast.
Ja, kein Problem. Naja, wir brauchen schon 50 Sekunden dafür, ne? So, ich halte jetzt die Leste, halte ich jetzt mal ganze 40 Sekunden fest. Oh, dann machen wir es spannend. Nee, Spaß. Yeah, well done. Yay. So. So, dann kommt die dritte. Sammeln die Orangen, halte Z und drücke nach rechts, um sie zu werfen. Wirf einfach für Orangen ein bisschen fertig. Boah. Ja, erstmal müssen wir sie einsammeln. Squawk, du bist richtig lustig. Also Z und 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich spiele mit einem Xbox 360 Controller. Ne? Und da haben wir das auch schon geschafft. Jetzt machen wir das letzte Trainingsfässchen. Drücke Z, um zu tauchen. Halte A oder B, um schneller oder langsamer zu tauchen. Drücke Z und du bremst ab. Ja, ich will aber erstmal runter. Ja, ich schwimme heute nochmal auf den Grund, ne? Yee. Vor allem ein Affe kann ewig die Luft anhalten. Voll die geile Logik. Bang. Ah, Eilung, DK. Los, hol dir den Trank von Cranky und dann nicht sie weg. Ah. Ja. Ich wirke ein bisschen verpeilt. Aua. Da will ich lang. Hier muss man auch viel mit Kamera arbeiten. Das weiß ich noch in der ersten Staffel. Und okay. Erschöpft? Nö. Du hast wohl Turmfieber, was? Hier, trink das, ja. Primatenpower. Kraftus Primaticus. Ja, dass ich Primat bin, weiß ich auch. Und Vater, ey, deine Zeug, das stinkt immer so. Du, deine verschollenen Freunde können die Erde zum Beben bringen. Drücke A, um zu springen und Z, während du in der Luft bist. Nun weißt du auch, wie du hier rauskommst, ne? Eine Sache noch. Ich habe alles was nützlich für dich, wenn du mir 15 Bananenmedaillen bringst. So sehen sie aus. Boah, ey. Voll geil, ne? Und jetzt los, versuch dein Glück, ne? Aber schaffst du eh nicht. Du bist voll die Enttäuschung. Ja. Das ist wieder sehr nett von ihm heute. Also, ich muss sagen, mein Papa ist richtig nett, ne? So, jetzt müssen wir erstmal schauen. Ich wollte ja erstmal auf dem Arsch landen. So, war hier eigentlich irgendwas? Ah, siehst du, da können wir doch schon mal gut gebrauchen. Ach, haben wir schon. Aber sonst ist hier nichts, ne? Nö. Nö, nur so kleine Kügelchen. So, wir müssen hier lang. Also hat er gesagt, so und so, ne? Ja. Ah, Mucke hat's auch drauf. Hi! Ja. Gleich, echt zurück, DK, Kicke, wo sind sie? Nicht gleich da drüben. Sicher stecke ich da den Bananenklau und der Entführung der anderen. Ich habe mich kurz umgesehen. Die Insel mit der Höhle da hinten ist die einzige Stelle, die nicht blockiert ist, wa? Ach nee, das hatten wir doch schon mal. Irgendwie. Irgendwie hatten wir das doch schon mal. Aber das möchte ich jetzt gerade noch nicht ausprobieren. Oh, da komme ich noch nicht hoch. Ich muss mir erstmal den Skill beweisen hier. Finde die Platte mit der gleichen Zahl im selben Gebiet. Und drücke Z und ich zwisch den Beinen zu Banana portieren. Das ist so ein Scheißname. Also da müssen wir hin. Ich will mich aber erst noch mal ein bisschen umgucken, damit ich überhaupt mal wieder klarkomme auf das Game hier. Weil bin ich schon ewig nicht mehr. Ja. Ja. Hi. So. Yay, wir haben voll Skill, wir haben unseren ersten Gegner gekillt. Yay. Hi-ya!
Boah, zweiter. Headshot. Haben wir hier was? Ne, nichts Besonderes. Da, da. Hallo. Ich liebe das. Yay. Oh, mit der Kamera ist müssen wir noch ein bisschen. Okay, da ist auf jeden Fall eine Banane. Ja, jetzt wollen wir uns natürlich erstmal recht an King K. Rool rächen, dass er es geschafft hat, uns alles zu klauen. Jo. Geht ja mal gar nicht hier, ne? So. Was ist das eigentlich? Huh. I don't know. So, jetzt muss ich mir das Skill beweisen. Und zack. Und zack. Und zack. Und. Hä? Ah, ach, das war das. Vieh. So, sonst war hier, glaube ich, nichts mehr. Also im Moment zumindest nicht. Yay! Oh oh. Arschbombe! Hat gesessen. Ah, so. So, dann gucken wir mal. Da, da. So, Nummer 1. Was haben wir denn hier, Feinis? Muss ich natürlich auch mal schauen, ne? Und jetzt blitzt es. Ich hab Angst vor Gewitter. Ich mag keine Gewitter. Ja, hier ist einfach nur ein Steinblock. Aber wir sind hier noch nicht ganz durch mit Erforschen. Aber das muss schneller gehen, Donkey. Ja, auf jeden Fall kann ich von euch wie immer Tipps gebrauchen, da ich absolut keine Erinnerung mehr habe, wo welche irgendwas ist. Also für Tipps bin ich offen. Egal in welcher Hinsicht. Ja, schaffe ich es jetzt hier raus? Jawohl. So. Skill, Skill! Pass auf! Ah! Oh, war das skillig! Boah! So, ist hier was Feines? Oder ist das auch wieder nur so ein Steinklopp? So, wir laufen jetzt zum letzten Mal die Insel rum. Das macht auf jeden Fall wieder Fun. Ich bin jetzt eigentlich schon direkt im Fieber! Jawohl! Aber ich hab Hunger. Ich hab heute noch nichts gegessen und so. Ah, genau, da erinnere ich mich dran. Da kommen wir auf jeden Fall noch nicht rein. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal dahin, wo wir hin können. Hier. Ach, ich liebe das. Oh. So, rein hier. Oh. Ups. Hi, wer bist du denn? Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Oh, hallo, ich bin Caleb 7. Man hat mich eingesperrt, weil ich mich mal getan, ein kleines Insel zu zerschmettern. Wie hätte ich das üben können, eine Sozau auf der Insel voller putziger Häfchen? Also habe ich Nein gesagt. Gero sagt, ich sei ein Softie und müsste hier sitzen, bis ich ein richtig harter Bursche bin. Ich würde alles tun, um hier rauszukommen. Hey, kleines Häfchen. Vielleicht hilfst du den armen Kerl, um sie zu entkommen. Bitte, bitte, ich werde dein bester Freund sein. Klar, ne? Donkey hilft Kellomsen, ne? Yay! Jo, er feiert schon wieder voll die fette Party. Feiert und macht Bumm und ja! Will ich auch können. Oh, Banana! Oh ja, oh yeah, oh yeah. Oh,
Kay Lamsi ist sehr froh, aber Kay Rool hat die Schlüssel dieses Käfigs seinen besten und berüchtigsten Kämpfern gegeben. Wenn du irgendeinen Schlüssel erhältst, bringe bitte sofort hierher, um die Schlösser zu öffnen. Verrate Kay Rool bloß nichts, das bleibt unser Geheimnis. Ah, wart, dem verrate ich schon nichts, keine Sorge, ne? Also, haust du rein, ich regel das. Ne? So, wollen wir uns erstmal die Banane holen? Ach, kann man auch so machen, ne? Haben wir ja gemacht, ne? Sparen wir Weg und Geld und Zeit. Oh, Mucke, du hast schon wieder so einen Schaden heute. Donkey Kong, yeah. So, hier müssen wir dann aber auch rein. Das weiß sogar ich noch. Ja, wenn die Kamera mal... Kamera? Oh, ne. Das war jetzt skillig, aber leider daneben. Du dämlicher Affe. Ich bin der mächtige B-Locker. Glaubst du nicht, dass du hier reinkommst, ohne mir eine potente blöde Banane abzudrücken? Wenn ich dem dicken Dummkopf Carol nicht gehorche, wie zähle mir das mir? Bezahlt schon, aber plötzlich habe ich meinen hölzernen hinter dir rausbekomme. Ja, Mario sofort. Kommt hier was? Nee, da wir die noch nicht... Ich glaube, das war, weil wir die Helden noch nicht hatten. Ich glaube deswegen. Also, wir müssen ja immer wieder mal wieder unsere Brüder befreien. Hier gibt es nicht sonst immer kleine Tipps. Keine Angst, mein Kleiner. Meine Kleinen. Ich bin es nur, Winkly Kong. Auch wenn ich meinen Körper nach Donkey Kong Country 3 verlassen hat, gebe ich euch Unterstützung aus dem Jenseits. Mit meinen übernatürlichen Kräften kann ich aufspüren, wo das Schuff K. Roll einige eurer kostbaren goldenen Bananen versteckt hat. Hab keine Scheu, meine Kleinen. Du machst mir ein bisschen Angst, Oma. War bestimmt meine Oma. Wasch uns die Banane und wir haben es hinter uns. Ja, geht doch. So, dann betreten wir die erste Welt. Schau mal, wie dieser lächerliche Donkey Kong vorankommt. Hey, ich will haben. Das ist richtig, mein schuppiger Freund. Der Affe hat nicht mal die erste Banane gefunden. Der ist so dumm wie eh und je. Was? Wer hat denn das angestellt? Cool, Donkey. Aber diesmal wirst du mich allein mit hoher Kraft nicht stoppen können. Habe ich dir schon mal gezeigt. Kriegst du halt wieder auf die Schnauze. So, wir sind im Tropentrubel. Okay, sammle so viele Bananen, wie du kannst, bevor du die eine der Portale gehst. Ja, na sicher. Na, geht's zum Boss, das weiß ich auch noch. Okay, wenn du 75 Bananen einsammelst, erhältst du eine Bananenmedaille. Aha, okay, cool, ja. Ja, das machen wir dann auf jeden Fall alles beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wir sehen uns hier, genau hier, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich alles Gute und viel Spaß. Ich bin jetzt weg, euer Mucke.